mein Name ist Dr. Karl Schumann, ich bin plastischer Chirurg und Handchirurg. Das ist moderne Wundmanagement in der Handchirurgie spielt eine sehr große Rolle, eine zunehmend größere Rolle. Früher haben wir Handverletzungen sehr häufig operiert. Mittlerweile behandeln wir viele oberflächliche Handverletzungen oder Defekte an den Fingerkuppen konservativ. Glücklicherweise gibt es sehr viele innovative Produkte, beispielsweise das Polymem, womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wo man Fingerverletzungen gut behandeln kann, schmerzfrei behandeln kann. Die Verbandswechsel sind sehr einfach durchzuführen und wir haben gute Erfolge damit. Ja, mein Name ist Gabriele Stern. Ich betreibe zusammen mit meinem Ehemann ein selbstständiges Mundambulanzzentrum und bin Krankenschwester vom Beruf. Wir haben ja heute einen Workshop gemacht für Polymem und natürlich kennen wir alle Debridement-Foren. Unser liebstes Debridement ist natürlich immer das chirurgische Debridement. Es geht schnell, es ist sicher, es kostet wenig Geld. Also ist es aber in der heutigen Zeit oft nicht mehr machbar. Deswegen gehen wir, es gibt Madentherapie, es gibt Ultraschalltherapie, etc. etc. Aber in der Pflege sieht es so aus, dass immer mehr Menschen alt werden. Die Lebensqualität steht bei uns oft im Mittelpunkt, sodass die Menschen nicht ins Krankenhaus wollen, auch nicht zum Debridement. Deswegen benutzen wir sehr gerne Polymem als Medium zum Debridement mit einem super Erfolg. Patienten dürfen zu Hause bleiben, es ist nicht so kostenintensiv, die Lebensqualität ist gesteigert und mit einem super Erfolg für die Wundbehandlung. Hallo, mein Name ist Corinne Hückberg, ich arbeite seit 20 Jahren als Wundexperte für Medisat GmbH, bin von Beruf Krankenschwester, und es macht mir immer noch Spaß. Polymem enthält einen Wundreiniger F68 und Glycerin und beides in Kombination macht atraumatische Verbandswechsel, weil das Polymem-Pad nicht mit der Wunde verklebt bzw. mit dem Wundgrund verklebt.